Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. Wir sind jetzt endlich in der Mine. Ich habe die Nacht hier gepennt. Essen und Trinken, also Essen ist jetzt ganz weg, Trinken haben wir noch einen kleinen Rest, der jetzt auch weg sein wird, denke ich mal. Nein, nicht ganz. Wir sind jetzt bei knapp 50 Kilo nur noch im Gewicht. Aber jetzt müssen wir echt mal langsam nach Hause, denn die Lebensmittelvorräte werden knapp. Kohle nehme ich hier noch nicht mit, das würden wir dann in einen extra Durchlauf machen, dass wir hier nochmal Kohle besorgen. Aber jetzt geht es erstmal darum, nach Hause zu kommen. Und ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Ja, genau die falsche Ausfahrt genommen. Ich lege mir die Kohle schon mal zurecht. Ich weiß nicht, ob wir Kohle brauchen dann, aber wenn wir sie bräuchten, könnten wir sie hier locker holen. Aber das sehen wir sowieso erst, wenn wir zu Hause sind. Wir brauchen ja auch keine 500 Kohlebrocken, hier sind auch nochmal ganz viele. Die hatte ich ja schon mal in der Vergangenheit dahingelegt. Aber so ein paar, damit wir halt auch lange Feuer machen können und gegebenenfalls auch nochmal zu den Öfen gehen können. Mit genug Kohle, wenn wir der Muni einschmelzen wollen zum Beispiel. Aber da mache ich mir Stand jetzt gar keine Sorgen drum. Erstmal nach Hause kommen, den ganzen Kladderadatsch ablegen. Dann um die Lebensmittel ein bisschen kümmern, dass wir wieder Essen und Trinken in der Tasche haben auch. Ich weiß nicht, wie viel Trinken wir zu Hause insgesamt haben. Vielleicht, dass ich da noch mal reichlich von abkoche. In die Zukunft schon mal. Ja, wie gesagt, Sonne ist gerade aufgegangen. Wir haben genug Tageslicht. Bevor wir gleich die Mine verlassen, werde ich noch mal gucken, an welchem Tag wir losgezogen sind. Und wie viel Tag wir jetzt haben. Das hatte ich in der letzten Folge ja schon mal angesprochen. Da hinten geht's raus. Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann können wir jetzt Mine verlassen. Beziehungsweise ich gucke mir das mal eben an, wie ich gerade schon sagte. So, ich glaube Tag 290 oder was das war, oder 80. Küstenstraße, Haus der Küstenstraße. Aha, Tag 84 sind wir aufgebrochen. Haben wir es geschafft bis zum Bauernhaus. Tag 284 sind wir los. Und Tag 317 kommen wir nach Hause. Ja, da waren wir erstmal über einen Monat unterwegs. Ja? Aber die Reise hat sich auch gelohnt, definitiv. Jetzt schon. Kann ich schon jetzt schon so sagen, hat sich gelohnt. Hat ja trotz der ganzen Bugs auch Spaß gemacht. Und ich finde diesen Reiz zum Entdecken einer neuen Karte, gerade wenn die von der Episode kommt, man die Überlebensmodus spielt, ja auch nochmal sehr groß. Zu sehen, was ist da neu, was ist da anders. Ja. Wir gehen hier rechts runter und dann halt nachher nach links. Kann sein, dass der Bär uns nerven könnte. Ich dachte gerade, dieser Stein ist der Bär. Wir sind zwei gleich ganz weit nach links laufen. Aber dann umlaufen wir den Bären jetzt ein bisschen. Dann muss ich nicht direkt an ihm vorbei. Boah, ernsthaft jetzt. Und das war jetzt lächerlich. Aber gut, so kriegen wir auch mal ein bisschen die Medikamente los.
Gut, natürlich sind wir dem Bären jetzt los, aber sind natürlich viele Wölfe gerade an der Straße entlang bis zu unserem Haus. Auch wenn wir jetzt zu Hause sind, heißt es ja nicht, dass wir sicher sind. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Denn auch auf der Küstenstraße gibt es durchaus große Gefahren. Auch auf dieser Karte kann man leicht sterben, wenn man nicht aufpasst. Hätte mir jetzt in dem Fall nicht passieren. Aber man muss trotzdem immer vorsichtig sein. Nur weil die Karte altbekannt ist, ist natürlich, sind hier trotzdem Bären und Wölfe und auch diese Gefahren können einen töten. Ja, jetzt habe ich mir natürlich das Ganze gespart, oben in den Bergen unterwegs zu sein und an den Bären direkt vorbei zu müssen. Es kann aber sein, dass der Bär auch unten gerade an der Küstenstraße unten bei den Häusern ist. Da müssen wir ihn trotzdem umlaufen oder vielleicht verschrecken. Also kann sein, dass ich dadurch vielleicht gar nichts gewonnen habe. Aber ich gehe diesen Weg hier lieber. Zumindest zurück natürlich. So, die Wölfe sind hinten auf dem See. Da können sie auch ruhig bleiben. Ein nebliger Morgen hier in der Heimat. Aber trotzdem ist es schön, wieder hier zu sein. Trotzdem müssen wir uns gleich mal um alles kümmern. Das Übliche halt. Was haben wir da? Was können wir schon mal ablegen? Das wird gleich ein heilloses Durcheinander sein. Aber wir müssen auch gucken, dass wir uns dann Essen und Trinken besorgen. Will halt gar nicht, dass wir großen Hunger kriegen, damit der Bonus halt erhalten bleibt. Mit dem Gewicht, dass wir dann mehr tragen können, wenn wir gut gesättigt sind. Noch sieht es friedlich aus. Aber hier kann man sich gerade nicht sicher sein, gerade bei dieser Kreuzung hier. Ich höre auch nichts. Auch nicht. Vorne ist ein Wolf. Müssen wir wahrscheinlich beseitigen. Oder wir schaffen es so. Ich würde nur mal gucken, ob der Bär vielleicht nicht doch da irgendwo in der Siedlung ist. Yay, unser ganzes Fleisch ist noch da. Die ganzen Fische und das ganze Fleisch. Ja. Verhungern werden wir nicht. Hier ist die ganze Kohle drin. Und da sehe ich definitiv Nachholbedarf. Da brauchen wir mehr. Das heißt, wir haben also noch eine Mission. Wir müssen Kohle besorgen. Ja, das sieht ganz düster aus, was wir da haben. Ich mach mal kein Licht. Es geht noch von der Helligkeit hier drin. Wolfsfell getrocknet. Und Bärenfell. Das können wir dann gleich später in unserem Schlafsack reinhauen. Oh Gott, ich muss erstmal wieder gucken. Wir packen unsere Säge mit da rein. Hier war auch die ganze Muni-Geschichte mit drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann packen wir die Hülsen da mit rein. Ja, hier ist auch die ganze Muni mit drin. Hülsen packen wir da rein. Die ganzen Signalpatronen. Die Leuchtpistole an für sich. Denn wir nehmen zweimal Bärenschreck mit. Es ist vom Gewicht her auch leichter tatsächlich, ja. Hätte ich die Pfeile auch hier drin? Ja, die Pfeile sind auch hier drin.
Okay, es passt nicht. Das ist schlecht. Dann legen wir meine Bügelsäge woanders hin, eine, die etwas beschädigt ist. Es passt trotzdem nicht. Noch eine Bügelsäge wegpacken. Für ein Regal oder so packen wir die dann hin. So, dass wir die schon wiederfinden werden. Ja, Gewehrputzsachen lege ich mal alle ab. Müssen wir erstmal noch nicht reparieren. Wenn wir es dann machen, können wir uns einfach was rausnehmen. Ist langsam echt bitter. Kann ich ja definitiv auch nichts von wegschmeißen, so gesehen, weil das ist ja alles, alles sinnvoll. Definitiv, das ist ja alles irgendwie. Besser kann ich doch woanders hinlegen. Das hat ja alles seinen Nutzen hier. Ja, normalerweise ist das Schießpulver ja auch bei uns in der Werkstatt und nicht hier zu Hause. Deswegen ist das gerade so viel auch vom Gewicht. Da müsst ihr es woanders hinpacken. Hier hatten wir auch so Bastelkrams drin. Aber ich habe gesehen, dass hier auch Wettsteine drin sind. Die können wir zum Beispiel alle rauspacken. Ein bisschen umändern. Dann packen wir die Wettsteine mit hier rein. Und hier haben wir auch noch mal ganz viel Blei. Oh Gott. Oh nein, das passt nicht. Das Blei ist halt einfach schon zu viel mit den. Oh Gott, mit dem Kram. Das müssten wir eigentlich alles mal zur Werkstatt bringen. Theoretisch, aber lohnt sich halt erst, wenn wir Muni machen. Wie viele Hülsen haben wir denn jetzt hier? 13, 65. Ja, ich hatte gesagt, da brauchen wir schon 100 irgendwie. Definitiv von einer Sorte. Dass wir da mal zur Werkstatt aufbrechen. Ja, ich kann die sägen, die will ich aber nicht auf den Tisch. Ich kann die. Die Brechstangen sind alle in der Küche. Hier habe ich davon Ersatz. Dann unter der Spüle. Ich muss halt irgendwie einen neuen Stauraum anfangen. Da muss ich jetzt auch Krams reinlegen. Geht leider nicht anders, müssen wir uns hier neue Auswahlmöglichkeiten suchen. Lampenöl. Wir können mal unsere Lampe eben auffüllen. Sowieso. Ja, ich muss gerade erstmal ein bisschen gucken, wo hier was ist. Wie sieht es denn aus? Trinken haben wir noch da, das ist gut. Nehme ich mal 2 Liter mit. Aber ich merke schon, wir sind deutlich schneller wieder unterwegs. Wir sind nicht mehr so schwer beladen. Ja, das kommt alles zu unserem Nähschrank hinten hin. Hier haben wir Lampenöl. Das ist, ich habe so viel Lampenölkrams noch. Unglaublich. Die Holzkohle haben wir da tatsächlich mit drin gehabt. Ist aber auch was rein. Ja, ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Aber auch das ist wieder so voll. Vielleicht müssen wir mal einen Kanister hier draußen hinstellen. Ja. Was das jetzt auch in Wheeler für einen Wert hätte, ne? Das ist ja unglaublich. Stelle ich mal Kanister mit hier draußen hin. Ablegen. Ja, unsere Wohnung hier ist langsam gut gefüllt, sagen wir es mal so. Dann ist da mal neben den Schrank gestellt. So, erneut. Wo war ich jetzt dran? Das geht immer noch nicht. Ja, okay, ist noch zu viel, ne? 2 Liter und hier nochmal. Zack. Dann können wir jetzt hoffentlich die Holzkohle reinpacken. Dankeschön. 92 Mal, also ja. Das ist auf jeden Fall für die neue Karte, die dann kommen sollte, vielleicht eine gute Vorbereitung. Ich denke, damit kommen wir gut hin. Dann werden wir noch mehr Öl hier hinstellen. Ja, nannte man ja nicht umsonst immer schwarzes Gold. Jetzt ist es halt wirklich so. Auch wenn man Kaffee auch so nannte, aber das hier ist ja definitiv jetzt mehr schwarzes Gold. Unsere Goldabteilung packen wir mal hier hin. Könnte jetzt noch mehr da hinstellen, aber die anderen jetzt auch noch rausholen.
Ich will es ja nicht übertreiben, so füllen wir ein bisschen die Bude und haben gleichzeitig so, ja, alles auch einigermaßen ordnungsgemäß untergebracht. Hier 100.000 Zunderbündel, jede Menge Altholz, Fackeln, ja. Ich hatte doch mal, warte, was mit der Leiche? Ich hatte eine Leiche hier hinten, die hat die ganzen Fackeln, ne? Und auch schon Medizin. Medizin war auch hier drin, das war komplett voll, das Ding. Ist das schon alles Verbände? Ja, es sind schon alles Bartflächenverbände. Das hier ist auch so gut wie voll. Aber wir müssen definitiv mal Zeug ablegen, nach Haltbarkeit sortieren. Und dann hier den besseren Stuff legen wir ab. Schlechteren behalten wir dabei, so wie immer eigentlich. Das dann halt nutzen, damit es nicht verkommt. Nein! Eine Pille Wasser noch rein. Ist eine einzelne Tablette noch eingelegt. Die Schublade komplett vollgepresst mit Tabletten. Ah ne, es ist keine Schublade, das ist ein Schrank. Gut, da passt leider nichts mehr rein. Da müssen wir in der Leiche noch mehr reinlegen. Ja, es ist langsam hier alles voll, ne? Es ist halt alles voll. Hier können wir nochmal 4 Stück von ablegen. Ja, das behalten wir jetzt mal dabei. Das ist immer noch übertrieben, ne? Wir brauchen nur einmal 24 Tabletten dabei zu haben. Und was ist das? 6, okay. Das reicht für unterwegs. Wir wollen ja jetzt hier keinen Erste-Hilfe-Kurs anbieten oder so. So, ja, nee, müssen wir ja gleich mal, denn Schlafsack. Ich glaube, ich gucke erstmal nach dem Essen, dass wir uns Essen reinholen und schon mal was kochen. Ja. Wow, noch mehr Holzkohle. Yay. Holzkohle. Zack. Kochtopf habe ich ja immer dabei. Streichhölzer können wir definitiv mal was ablegen von. Dann nehme ich auch nur 2 Stück für den Notfall mit an Brandbeschleuniger. Das passt auch nicht mehr. Stöckchen raus. So. Aber nur ein Notfallstöckchen. Wieso ist dieses Zunderbündel noch da drin? So. War auch eigentlich Quatsch. Das können wir neben Lagerfeuer hinschmeißen. Hier zum Beispiel bei dem Haufen. Zunderbündel kommen hier hin. Ja, es ist halt gerade ein bisschen Sortiererei, aber findet man dann auch seinen ganzen Kram wieder. Gehen mal eben Essen reinholen. Gucken, was im Gefrierschrank ist. In den Schubladen rumwühlen. Zack, zack, zack. Oh, heute gibt es vergammeltes Bärenfleisch mit vergammelten Silberlachs und nochmal Silberlachs mit vergammelten Regenbogenforelle. Und noch einmal in der Wühlkiste rumwühlen und einmal vergammeltes Bärenfleisch. Yummy. Ah, klingt richtig gut, krieg richtig Hunger. Wir schmeißen mal den Ofen an und gucken mal, dass wir da ein bisschen Fahrt reinkriegen. Bin über die Sortierfolgen haben etwas Meditatives. Ja, es ist irgendwie so, weil du kannst ja nie geordnet sagen, ich werfe das jetzt alles mal da und da ordentlich rein. Weil du findest da nochmal eine Kleinigkeit hier. Das ist halt echt immer viel Zeug. Gerade wenn wir von so einer Karte kommen, wo wir alles dabei haben. Ist dann halt immer, ich sag, hab ja schon vorher gesagt, es wird halt ein bisschen chaotisch werden. Versuche ja schon ordentlich zu sein, aber es ist halt auch schwer. Also, das ordnungsgemäß alles richtig hinzukriegen. Auf die Schnelle vor allem. So, das essen wir mal. Ja, also wir haben mehr als genug zu essen da, wie wir draußen gesehen haben. Glaube, ich kann noch mehr von draußen reinholen. Nur noch mal ein bisschen. Weil das wird noch ein bisschen dauern. Ja, wir müssen noch Kohle holen. Deswegen wird es definitiv noch mal eine Folge geben. Dann werden wir mal sehen. So, ist mehr als genug zu essen jetzt, um auch Kohle zu holen. Und dass wir ein bisschen schon mal Gebratenes für die Zukunft in der Tasche haben. Deswegen
Wenn wir mal sehen. Muss das Feuer gleich auch noch mal ein bisschen mehr anheizen. Brennstoff hinzufügen auf 4 Stunden, so super. Ja, dann essen wir noch mal Beerenfleisch, trinken vor allem Wasser mal. Dann kann ich mal weiter aussortieren. Die Folge wird jetzt ein bisschen länger sein, aber dann sortieren wir eben den Krams weg. Hoffe, das ist okay. Ja, die ganzen Gedärme, die Näherei. Näherei müssen wir eben die Klamotten aufschauen. Ja, vielleicht mal alles auf 90 bringen. Das heißt, wir brauchen auch Stoff. Wir haben alles dabei, theoretisch, um den Schlafsack schon zu nähen. Nein, uns fehlt Stoff. Okay, gut. Dann ist Stoff jetzt das Nonplusultra, was wir dann gleich auch noch brauchen. Können aber schon mal Wolfsgedöns und alles ablegen. Da brauche ich jetzt nicht dafür. Leder nehme ich mal mit erstmal. Aber wir brauchen Stoff. Stofffetzen nehmen wir mal alles mit. Schnur lege ich einfach jetzt mal eben mit hier rein. Das Nähset nutzen wir gleich. Oder haben wir eins, was vielleicht schlechter ist? Nee. Doch. 82er, dann nutzen wir das. Dann legen wir das Gute weg. Ein Haken habe ich dabei für den Fall der Fälle. Ansonsten, ja, gucken wir erstmal weiter nach dem Essen. Dass wir den Krams hier mal eben verkochen, dass wir es schon mal hinter uns haben. Geht ja zum Glück relativ schnell, würde ich mal behaupten. So, Silberlachs. Dann das letzte Stückchen. Achso, haben wir schon gar nicht mehr. Das war schon das letzte Stückchen. Gut, dann haben wir alles verbraten. Das reicht auf jeden Fall erstmal für eine Weile. Auch, dass wir dann Ruhe Kohle geholt haben. Ja, trinken müssten wir dann vielleicht nochmal ab. Und im Kühlschrank ist zwar nochmal was, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Das können wir dann in Ruhe machen. Was jetzt auf jeden Fall wichtiger wäre, ist es definitiv als erstes den Schlafsack zu machen, dass der wieder auf einem guten Stand ist. Zwar mit einem richtigen Nähset, genau mit dem. Das machen wir mal, weil das ist wichtig. Das ist so wirklich ganz wichtig, dass wir das für unsere nächsten Touren und so dabei haben. So. Der ist jetzt auch endlich wieder Tutti. Aber wir haben, glaube ich, kein Bärenfell mehr auf Reserve. Müsste ich mal schauen. Aber generell müssten wir auch gleich mal schlafen und ich muss noch die anderen Sachen nähen. Zumindest, dass die alle so auf 90 sind. Dann ist okay. Wir auch gleich den ganzen Nähkrams wieder da reinschmeißen. Reparieren, ja. Geht ja eigentlich schnell. Dann wird die Zeit auch effektiv genutzt. Wie gesagt, diese Folge eine kleine Überlänge-Folge, aber ich werde die nächste Folge auch noch Krams wegsortieren. Ja, wir werden nochmal Kohle holen, wir werden nochmal ein paar anderen Dinge gucken, aber das reine Wegsortieren haben wir dann erledigt. Ich würde sagen, das ist okay, das hier können wir ja nicht reparieren. Doch, das können wir wohl reparieren. Metallschrott. Metallschrott. Warte, ich lege erstmal alles andere ab. Was mache ich denn hier? So, wir brauchen nur Angelzeug. Das kann alles
Weg. Eichholz kann ich ablegen. Hier noch irgendwo Metallschrott? Hatte ich irgendwo noch nicht der Metallschrott rumliegen? Ach, hier war auch noch mal gammliges Wasser und die ganze Hagebuttenkrams. Nicht gar kein Metallschrott, kann das sein? Ich habe das, glaube ich, nie eingesammelt, weil das brauchte man nie effektiv. Gut, könnten wir auf dem Weg irgendwie noch mal holen oder was? Ist jetzt nicht so Problem. Ja, dann machen wir das. So, Holzkohle noch mal da reinpacken, wenn es klappt. Nein, was ist denn jetzt los? Da müssen wir den Einkanister auch noch mal ablegen. Langsam auch sehr dunkel hier. Ich sehe gar nicht mehr so viel. Ablegen. Zack. Gut, da würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde mich jetzt ausruhen, essen, trinken, schlafen und so weiter. Dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder und dann werden wir uns auf die Kohlesuche machen. Ja, und vielleicht tun wir dann nochmal ein bisschen Metallschrott. Das sehe ich dann gleich auch nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.